Herzlich willkommen zum dritten Teil der heutigen dreiteiligen Vortragsreihe Ich denke. In diesem Vortrag wollen wir uns die Grundgesetze ansehen, die die mentale Funktion unseres Gehirns steuern. Ich möchte mit einem Zitat aus dem Buch Erziehung, Seite 91, beginnen. Dieselbe Macht, die die Natur erhält, wirkt auch im Menschen. Die gleichen großen Ordnungen, die den Stern wie das Atom bestimmen, walten auch im menschlichen Leben. Die Gesetze, die die Herztätigkeit steuern und das Fließen des Lebensstromes im Körper regulieren, entstammen jenem mächtigen Geistwesen, das die Herrschaft über die Seele ausübt. Von ihm geht alles Leben aus. Der wahre Wirkungsbereich alles Lebendigen lässt sich nur in den Übereinstimmungen mit ihm finden. Für alle geschaffenen Wesen gelten die gleichen Grundbedingungen, die Erhaltung des Daseins durch die Aufnahme göttlichen Lebens. Sein Gesetz in körperlicher, geistiger und sittlicher Hinsicht übertreten heißt, sich aus der Harmonie des Weltalls herauslösen und Zwietracht, Gesetzlosigkeit und Zerstörung herbeiführen. Sehen Sie sich doch diesen letzten Satz noch einmal an. Sein Gesetz in körperlicher, geistiger oder sittlicher Hinsicht übertreten. Wir hatten uns die Grundgesetze schon betrachtet. Diese Grundsätze, die unseren Körper beherrschen. Die 10 Gebote werden die große moralische Kodex der Ethik genannt. Aber was sind die geistigen Gesetze? Ich habe noch nichts von geistigen Gesetzen gehört. Ich interessierte mich besonders für geistige Gesetze, vor allem mit meinem Hintergrund mentaler Gesundheit als psychiatrische Krankenschwester. Was sind diese geistigen Gesetze? Denn dieser Satz heißt ja, sein Gesetz in körperlicher, geistiger und sittlicher Hinsicht übertreten, sich aus der Harmonie des Weltalls herauslösen und Zwietracht, Gesetzlosigkeit und Zerstörung herbeiführen. Ich kam zu dem Schluss, wenn wir herausfinden könnten, was diese geistigen Gesetze sind, könnte ein Befolgen dieser geistigen Gesetze helfen, einen klaren Verstand zu haben, was dabei hilft, mentale Krankheiten zu besiegen. Im Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit fand ich schließlich diese mentalen Gesetze. Das erste geistige Gesetz lautet Ursache und Wirkung. In der ganzen Natur folgt die Wirkung gleichbleibend auf die Ursache. Und man sollte nie die Wirkung als Ursache verantwortlich machen. Doch leider wird das oft getan. Ein Beispiel. Leute sagten mir oft schon, schnell, Barbara, ich habe den Grund für alle meine Probleme herausgefunden. Ich habe das chronische Müdigkeitssyndrom. Aber das ist nicht die Ursache der Probleme. Das ist die Auswirkung. Was ist die Ursache für das chronische Müdigkeitssyndrom? Im Grunde ein Mangel an Sauerstoff auf Zellebene. Sehen wir uns also ein paar mentale Erkrankungen an, die heutzutage leider nur allzu häufig vorkommen. Betrachten wir sie genauer, um dann vielleicht herauszufinden, was ihre Ursachen sein könnten. Sehen wir uns Panikattacken an. Ich fragte eine junge Frau einmal, wann hattest du deine erste Panikattacke? Und sie sagte zögerlich, oh, ich sah in der Arbeit einmal einen Mann, der die Zahlen im Rechnungsbuch manipulierte. Ich habe ihn verpfiffen. Und die nächste Nacht flog ein Ziegelstein durchs Fenster. Wow, da kann man wirklich Panik bekommen, nicht wahr? Und das war eine Zeit, um Panik zu bekommen. Aber das Problem ist, dass sie fortfuhr zu paniken. Ich sagte ihr, du wohnst jetzt woanders, oder? Ja. Und siehst du diesen Mann noch? Nein. Also erklären doch der Intellekt, das Urteilsvermögen und der Verstand kein Grund mehr zur Panik. Aber sie war immer noch panisch, denn was war mit dieser jungen Frau geschehen? Als dieser Ziegelstein durch ihr Fenster flog, hinterließ das einen sehr starken Pfad in ihrem Gehirn. Wir sagen ja auch, das hinterließ einen bleibenden Eindruck, weil wir das nie wieder vergessen. Kein Wunder, das war ja auch eine große Sache. Und so hinterließ es einen sehr starken Pfad in ihrem Gehirn. Diese kleinen Pfade sind wie kleine Wege in unserem Gehirn. Und je öfter wir sie betreten, desto größer werden sie. Was war also mit dieser jungen Frau geschehen?
Sie hatte dieses ziemlich beängstigende Erlebnis. Als sie das nächste Mal in einer sehr stressigen Situation steckte, schlugen ihre Emotionen wieder diesen Pfad ein. Und sie erlebte alle Emotionen wieder, die sie in jener Nacht durchgemacht hatte. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah. Und das ging so weit, dass sie sogar bei Kleinigkeiten in Panik geriet. Sie wusste jedoch nicht, dass bei jeder Panik dieser Pfad stärker und größer wurde. Und schließlich ging sie zu einem Psychiater. Sie fragte sich, was mit ihr los war. Und er sagte, ich denke, ich habe den Grund für all ihre Probleme. Sie bekommen Panikattacken. Was macht das mit diesem Pfad? Es verstärkte ihn einfach noch mehr. Und er schlug noch einen weiteren Pfad. Sie werden für den Rest ihres Lebens Medikamente gegen diese Panikattacken nehmen müssen. Das war jetzt nur ein kleiner Pfad. Aber was geschieht mit diesem Pfad jedes Mal, wenn sie daran denkt, jedes Mal, wenn sie jemandem davon erzählt, er wird größer und stärker. Und als ihr das passierte, war sie erst 33. Mit 35 kam sie dann zu uns. Sie sagte, ich mag diese Medikamente nicht einnehmen. Ich mag keine Panikattacken. Ich sagte ihr, ich denke, dass du es schaffst, diese Attacken zu überwinden. Was tat ich damit? Ich schlug einen neuen Pfad ein. Ich denke auch, dass du schließlich von den Medikamenten wegkommst. Was machte ich damit? Ich schlug einen weiteren Pfad ein. Aber beachten Sie bitte, welcher der stärkste Pfad ist. Der stärkste Pfad ist immer noch der der Panikattacke und der der Medikamente. Also sagte ich ihr, ich werde dir eine To-Do-Liste geben, wenn der Blitz einschlagen sollte. Ich mag diesen Ausdruck Panikattacke nicht, also nenne ich es Blitzeinschlag. Ich sagte ihr, sobald du merkst, dass die Panik aufsteigen will, ist es an der Zeit zu lachen. Sie sagte, mir wird nicht nach Lachen zumute sein. Ich sagte, das stimmt. Dann vergiss nicht, das sind unsere Emotionen. Okay, dir wird vielleicht nicht danach sein, aber du wirst lachen können. Was machte ich damit? Ich schuf einen Du-wirst-es-schaffen-zu-lachen-Pfad. So einfach ist es. Wenn man sagt, ich kann, wird man es auch tun. Und wenn man sagt, ich kann es nicht, wird man es auch nicht können. Und erinnern wir uns, dass Wiederholungen den Eindruck vertieft. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Viele Menschen wandeln auf diesen Pfaden der Gewohnheit, die oft sehr zerstörerisch sind und erkennen gar nicht, dass sie diese Pfade verändern können. Die Forschung zeigt sogar, dass wir unser Gehirn bis zu dem Tag, an dem wir sterben, neu verdrahten können. Das nennt man Neuroplastizität oder softe Verdrahtung. Unser Gehirn ist veränderlich. Gott wusste schon, dass unser Gehirn veränderbar ist. Die Bibel spricht über ein veränderbares Gehirn. Ich sagte also zu dieser Frau, wenn du die Anfänge einer Panikattacke spürst, erkennst du es vielleicht gar nicht. Das bringt uns zu unserem zweiten Gesetz. Wir haben die Wahl. Du hast die Wahl. Du kannst diesen Pfad der Panikattacke gehen und natürlich auch in Panik verfallen oder du kannst dich entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Und das wird sehr schwer sein. Denn alles und jeder in ihrem Körper möchte auf diesen Pfad gehen, weil er schon so ausgetreten ist. Sind wir nicht solche Wesen, die den Pfad des geringsten Widerstands gehen? Das machen wir doch, oder? Also sagte ich ihr, lache. Nein, dir wird nicht nach Lachen zumute sein, aber sag einfach ha, 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 ha. Und das ist alles, was du tun musst. Und während du ha, ha, ha sagst, nimm ein paar Körner keltisches Meersalz, lege es unter deine Zunge, greife nach einem Glas Wasser und trinke. Dein Gehirn wird gut mit Wasser versorgt. Setz ein Kessel Wasser auf oder mach den Schrank auf und hol eine Tasse heraus und ein Beutel Kamillentee. Wir sind gerade zum siebten Gesetz gesprungen. Dieses siebte Gesetz, das wir uns später ansehen werden, ist das Gesetz der Ablenkung. Das Gesetz der Ablenkung ist ein wunderbares Gesetz. Sehen Sie, was sie mit ihrem Gehirn macht? Sie lenkt es von der Panik ab. Es ist absolut notwendig zu verstehen, was das limbische System mit dem präfrontalen Kortex macht. Sie traf hier eine Entscheidung, denn hier werden die Entscheidungen getroffen, im präfrontalen Kortex. Sie hörte genau zu, was ich ihr erklärte. Sie war genau deshalb zu uns gekommen. Ihr gefiel die Aussicht nicht, wohin das noch führen würde. Wenn sie weiter so machen würde, würden die Medikamente sie irgendwann nicht mehr so beruhigen wie vorher. Die Pfade würden noch stärker werden und sie würde wegen allem in Panik geraten. Sie war darüber sehr beunruhigt, weil sie irgendwann einmal Familie und auch Kinder haben wollte. Sie wollte das nicht mehr. Aber als sie zu uns kam, hatte sie einen ziemlich starken Pfad, panisch zu werden.
Ich sagte ihr also, wenn du ha 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 sagst, dann Wasser trinkst und Wasser aufsetzt, lenkst du dich ab. Dein ganzer Körper wird nach Panik schreien, aber das ignorierst du einfach. Nimm dir deinen Beutel Kamillentee, wirf ihn in die Tasse, um dir einen Tee zu machen. Geh raus und hol tief Luft, atme tief ein, denn Sauerstoff beruhigt die Nerven. Atme so tief ein, wie du noch nie zuvor in deinem Leben eingeatmet hast. Atme so tief ein, dass dein Gehirn zu prickeln und kribbeln anfängt. Pack einfach Sauerstoff ins Gehirn. So bekommst du 18 Mal so viel Energie in jede Gehirnzelle. Sehen Sie, was sie noch macht? Sie befolgt genau genommen diese 8 Gesetze. Und das erste Mal ist das Schwierigste, weil dein ganzer Körper dich anschreit, doch endlich in Panik zu verfallen. Aber du magst es nicht. Das ist wie beim Wellenreiten. Man kommt auf den Kamm und dann geht es auf der anderen Seite hinunter. Ich hatte 6 Babys. Es ist wie Kinderkriegen, wenn man diese Wehen hat und man zu diesem intensiven Höhepunkt kommt und dann geht es leicht auf der anderen Seite hinunter. Reite einfach darauf wie auf einer Welle. Die gute Nachricht ist die, dass es immer einfacher wird. Nur das erste Mal ist es am schlimmsten. Aber wenn du schon erwartest, dass es schwierig wird, bist du darauf vorbereitet. Und wenn du tiefe Atemzüge machst, dann danke Gott dabei. Danke Gott, dass ich die Fähigkeit habe, diese Panikattacke zu überwinden. Danke Gott, dass du mir ein Gehirn gegeben hast. Und erinnere dich an das Schild des Glaubens, mit denen du all die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kannst, der dir durch dein limbisches System einreden will, dass du es nicht tun kannst. Aber du kannst es. Zitiere auch den Vers in Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Zitiere auch den anderen Vers in Judas 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, mach es persönlich. Dem aber, dem großen Gott im Himmel, der dich ohne Straucheln vor der Panikattacke bewahren vermag, der es dir ermöglicht, deine Panikattacke zu besiegen, nehme diese machtvollen Verse der Bibel in Anspruch. Das erste Mal wird es am schwierigsten sein, aber Stück für Stück wirst du es schaffen. Ich habe so viele Male gesehen, wenn diese neuen Pfade beschritten werden und wieder beschritten werden, werden sie stärker und größer und noch stärker und noch größer und noch stärker. Und noch größer. Was aber geschieht mit dem alten Pfad? Er wird kleiner und schmäler und kleiner, bis schließlich der siegreiche Pfad über die Panikattacke stärker ist als der Pfad der Panikattacke selbst. Wie lange braucht das? Die Forschung zeigt uns, dass es 21 Tage dauert, um einen neuen Pfad einzurichten. Und es braucht 60 Tage, bis er einzementiert ist. Es wird einfacher nach 21 Tagen, viel einfacher. Aber bleiben Sie einfach dran. Nach 60 Tagen ist es einzementiert und felsenfest. Wir können unser Hirn bis zu dem Tag, an dem wir sterben, neu verdrahten. Sehen wir uns eine andere Auswirkung an. Man nennt es Panikattacke bei Kindern. Manchmal nennt man das auch Schreianfälle. Eltern sollten sofort einschreiten. Eine der besten Methoden, um mit einem Wutanfall umzugehen, ist ein Eimer kaltes Wasser. Natürlich möchte man das nicht auf dem Teppich machen, aber packen Sie das Kind sanft, aber bestimmt und fördern Sie es hinaus auf den Rasen. Dort können Sie den Eimer Wasser ausschütten. Wissen Sie, danach werden die meisten Kinder nicht mehr in Panik verfallen. Denn viele dieser kindlichen Tobsuchtsanfälle entwickeln sich über Zeit. Und wenn sie dann Teenager sind, nennt man es Panikattacken. Sie tun dem Kind einen wunderbaren Freundschaftsdienst, wenn sie ihnen schon klein nicht erlauben, sich so zu benehmen. Was ist mit Depressionen? Depressionen ist auch eine Auswirkung. Dr. Neil Nedley stellt fest, dass es für Depressionen mehr als 100 Ursachen geben kann. Was kann Depressionen verursachen?
Er sagt auch, dass eine Tragödie im Leben keine Depression verursachen kann. Ist das nicht eine gute Nachricht? Es ist nicht das, was uns geschieht, sondern das, was wir daraus machen. Jedes Herz hat seinen Kummer und jeder hat irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht. Es ist nicht das, was wir durchgemacht haben, sondern wie wir damit umgehen. Eine Tragödie im Leben kann keine Depression verursachen. Er stellt auch fest, dass die Genetik keine Depression verursachen kann. Sprüche 23, Vers 7 sagt, denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Wir haben mehr Kontrolle über unsere Gedanken, als wir denken. Und was sind unsere Gedanken und Gefühle? Sie entstammen unserem limbischen System. Erinnern Sie sich daran, Sie durchlaufen den präfrontalen Kortex. Halten Sie sie dort auf. Stoppen Sie sie gleich hier. Lassen Sie es nicht zu, dass sie sich in Worten oder Handlungen manifestieren. Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und wenn wir unseren ganzen Körper und unseren ganzen Verstand Gott übergeben, samt unseren Gedanken, so wirkt er und gibt uns Kraft in unseren frontalen Kortex, um dieses limbische System zu kontrollieren. Die Bibel sagt im Psalm 39, Vers 2, ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten. Dieser Zaum ist der präfrontale Kortex. Dort findet das im Zaum halten statt. Ich freue mich so, als ich dieses Buch las, denn dort wird es erklärt. Die Bibel ist das beste Psychologiebuch, das es gibt und auch das beste medizinische Buch, das wir haben. Die Bibel ist unsere Lebensregel und sie ist deshalb das Beste, weil unser Schöpfer dieses Buch schrieb. Darin finden wir alle Anweisungen, die wir brauchen. Sehen wir uns Depressionen etwas genauer an. Tragödien im Leben können sie nicht verursachen. Genetik kann keine Depressionen verursachen. Die Genetik mag die Schusswaffe laden, aber der Lebensstil ist der Finger am Abzug. Dr. Neil Nedley nennt das lauter kleine Treffer. Was sind diese Treffer? Ah, schlechte Luft. Erinnern Sie sich, dass unsere Gehirnzellen nur 2 Energieeinheiten statt 36 bekommen? Fehlender Sonnenschein. Sonnenschein, der Ihre Augen trifft, regt die Melatonin- und Serotoninproduktion an. Das hilft uns nachts besser zu schlafen und wirkt stimmungsaufhellend. Mäßigkeit. Die ganze Liste haben wir uns in der letzten Folge betrachtet, was die richtige Funktionsweise des präfrontalen Kortex beeinträchtigt. Unser Gehirn braucht diese konstante Versorgung mit Brennstoff. Wenn aber diese schnellen Hochs und Tiefs hat, wie bei Hybridweizen oder mit raffiniertem Zucker, erhält unser Gehirn diese gleichmäßige, fortlaufende Versorgung mit Brennstoff nicht. Und wenn man zu allem noch Kaffee trinkt, der dieses chemische Ungleichgewicht verursacht, hat man eine Schwankung der Brennstoffversorgung und chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Das sind maßgebliche Faktoren, die zur Entstehung von Depressionen beitragen. Langes Aufbleiben in der Nacht kann Depressionen verursachen. Dr. Martin Walker schreibt, dass 10 Nächte mit je 6 Stunden Schlaf verdoppelt ihr Risiko, eine Depression zu bekommen. Wir müssen früh zu Bett gehen. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, früh zu Bett zu gehen, können Sie sich das antrainieren. Erinnern Sie sich, wie diese Frau ihr Gehirn neu vernetzt hat? Auch wir können unser Gehirn verändern. Danken wir Gott dafür. Noch ein Grund für Depressionen: Bewegungsmangel. Wenn Sie sich genug körperlich bewegen, fördert das die Durchblutung des Gehirns. Das bringt mehr Sauerstoff ins Gehirn und verbessert die Nährstoff- und Wasserversorgung. All das braucht das Gehirn, um effektiv funktionieren zu können. Die richtige Ernährung. Erinnern Sie sich, Ihre Gehirnzellen brauchen eine gute Nährstoffversorgung. Erinnern Sie sich an die fortlaufende, gleichbleibende und gesicherte Versorgung mit Brennstoff? Eine ballaststoffreiche und eiweißreiche Ernährung mit gesunden Fetten. Das brauchen wir. Genug Wasser. Gehirne sind hydroelektrische Systeme. Ohne Wasser gibt es keine Elektrizität. Wir dürfen keinesfalls dehydriert sein. Das Vertrauen auf Gottes Macht. Vertrauen Sie ihm. Er ist mehr als vertrauenswürdig. In Römer Kapitel 12, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Sehen Sie sich doch die Welt an. Sie isst und trinkt und lebt. Und dabei werden Sie sehen, dass all diese Gesetze gebrochen werden. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Wohlgefällige, Gute und Vollkommene.
Gott möchte unseren Sinn verändern. Er möchte das steinerne Herz wegnehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Dorthin kann er seinen Namen schreiben, seine Prinzipien, und zwar in unsere Stirn. Dann werden wir die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten sein. Wenn jemand mit Depressionen zu uns kommt, sehen wir uns zuerst die 8 Ärzte an. Diese 8 Gesundheitsprinzipien. Wir überprüfen die Luft, die sie atmen. Wir sehen uns an, ob sie jeden Tag Sonnenschein haben. Wir zeigen ihnen, wie sie von den Stimulanzien wegkommen. Wir zeigen ihnen, wie wichtig es ist, früh zu Bett zu gehen. Wir zeigen ihnen, wie wichtig körperliche Bewegung ist und eine pflanzenbasierte Ernährung. Mehr Wasser zu trinken und Gott zu vertrauen, indem wir ihnen diese Verse zeigen. Matthäus 10, Vers 31 sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zeigen Sie diese wunderbaren Verse. Damit fängt man an, wenn jemand Depressionen hat. Und wenn das alles angewandt wird, werden die Leute herausfinden, dass ihr Gehirn anfängt, etwas besser zu arbeiten. Und dann können sie den präfrontalen Kortex anwenden, um herauszufinden, warum, wie kam es zu dem allen, wie fing alles an. Und dann kommen wir zu diesem Gesetz der Wahl und Entscheidung. Oft finden wir heraus, wenn jemand an Depressionen leidet, kann das von Schuld kommen. Es kann von einem Mangel an Vergebungsbereitschaft kommen. Und dann zeigen wir ihnen, wie man vergibt. Vergebung zertrennt die Kette, die uns an die schmerzliche Vergangenheit bindet. Vergebung verleiht uns Flügel und schenkt uns Freiheit. In einem alten Buch las ich einmal etwas so Schönes, dass ich es auswendig lernen musste. Vergebungsbereitschaft ist das Einzige, was man verschreiben kann, das die Macht hat, die chemischen Bande von Ärger, Feindschaft und Hass aufzubrechen. Kein Wunder, dass Jesus sagte, dass wir 7 mal 70 mal vergeben müssen. Vergeben Sie einfach. Wie vergibt man? Es ist wichtig zu verstehen, dass Vergebung eine Entscheidung des präfrontalen Kortex ist. Sie sollten verstehen, dass der Teufel sie mit seinen feurigen Pfeilen versuchen will. Die haben das ja nicht verdient. Wie kannst du nur darüber nachdenken? Aber wissen Sie, was die Bibel sagt? Sie sagt, dass Gott ihnen Vergebungsbereitschaft schenken kann. Vergeben Sie einfach. Es ist nur eine Willensentscheidung. Vergeben Sie einfach. Und wenn Sie vergeben, kommt das dritte Gesetz hinein. Ihre Worte beeinflussen, nämlich Ihre Gefühle. Und wenn es jemandem schwerfällt, zu vergeben, und man nachbohrt, was vielleicht der Grund dafür ist, dass derjenige nicht vergeben will, dann werden Sie ihn hier im emotionalen Gehirn finden. Sie sagen oft: Wie könnte ich das nur vergeben? Es war doch so schrecklich. Ich sage Ihnen, ja, es war schrecklich. Aber wenn Sie vergeben, dann befreien Sie sich selbst. Sie sagen, ja, aber wenn ich vergebe, bedeutet das nicht, dass es in Ordnung war? Nein, das kann nicht in Ordnung sein. Nein, das war nicht richtig. Doch die Bibel sagt in Lukas 17, Vers 1, er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Warum sagt die Bibel, dass es unvermeidlich ist, dass diese Angriffe kommen? Denn Gott gab der Menschheit einen freien Willen. Er gab ihnen die Entscheidungsfreiheit, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Was bedeutet, dass er sich auch dafür entscheiden kann, ihn abzulehnen? Sie kennen es ja aus der deutschen Geschichte. In Deutschland gab es vor vielen Jahren diesen Führer, der so viel Leid verursachte, weil er es Gott nicht erlaubte, Barmherzigkeit, Güte und Geduld in seinen präfrontalen Kortex zu schreiben. Gott gab der Menschheit einen freien Willen. Was für ein Wagnis! Und wenn die Menschheit sich falsch entscheidet, werden unschuldige Menschen leiden. Die Welt ist übersät mit Tragödien, bei denen Menschen sich falsch entscheiden und Unschuldige deswegen leiden. Das liegt in der Natur der Dinge. Einmal sagte ein Mann zu mir, während seine Frau daneben stand: Wenn ich hier was zu sagen hätte, würde ich mir ein Maschinengewehr nehmen und alle niedermähen. Seine Frau lachte und fragte: Und was würde das nützen? Dann kommt eben der nächste Grauner. Nein, das ist das Problem, das Gott hat. Er muss irgendwie
seine Geschöpfe von seiner Liebe und seinem Zartgefühl überzeugen. Und da draußen gibt es den Feind, diesen großen Verführer, der so viele verführt, sodass sie nicht begreifen, was für einen wunderbaren Gott wir dienen. Aber Gott gab jedem die Freiheit zu entscheiden. Und ich glaube, dass jeder Mensch auf diesem Planeten selbst die Bibel lesen und Gott selbst entdecken sollte. Der beste Weg, das zu tun, beginnt im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, viermal die Lebensgeschichte von Jesus, von vier verschiedenen Männern, die alle ihre Sicht auf Jesu Leben wiedergeben. Darin finden wir keine Widersprüche. In Johannes Kapitel 1 steht: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann kommen wir zu Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir Jesu Lebensgeschichte lesen, sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen seinen wunderschönen Charakter. Und wir verlieben uns in den Heiland. Gott plante jeden von uns so, dass wir uns Kraft unseres Intellekts, unseres Urteilsvermögens und Verstandes für ihn entscheiden. Aber es ist notwendig zu wissen, dass es einen Feind gibt, der ein großer Verführer ist. Er verführt viele Leute zu dem Denken, dass sie bloß nicht vergeben dürfen. Denn Vergebung würde ja sagen, dass es in Ordnung wäre. Aber wenn wir vergeben, kappen wir einfach die Fesseln an die schmerzvolle Vergangenheit. Ein junges Mädchen sagte mir einmal, ich kann meinem Vater einfach nicht verzeihen, was er mir angetan hat. Ich sagte, ja, es war schrecklich, was er dir angetan hat. Es war wirklich schrecklich. Aber weißt du, was Gott sagt? Dort in Lukas 17, Vers 1 sagt er, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Ist das nicht ein wunderbarer Vers, den man jemandem zeigen kann, der missbraucht wurde? Denn er zeigt ihnen Gottes Sicht. Ich sage ihnen, du bist einer dieser Kleinen Gottes. Und wer immer dich anrührt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um dessen Hals gehängt und er ins tiefste Meer hineingeworfen würde, als dass er dich anrührt. Gott weiß es, Gott fühlt mit und versteht es. Er kann dich heilen und dir Frieden bringen. Er kann dir Ruhe geben und er bittet dich zu vergeben. Vergib all jenen, die dich jemals in deinem Leben verletzt haben. Und wenn du vergibst, wirst du frei. Du magst es nicht gleich fühlen, aber im Laufe der Zeit, wenn dieser Pfad der Vergebung stärker und stärker wird und der Pfad des Grolls und Ärgers schmäler und schmäler wird, dann hast du dein Gehirn neu verdrahtet. Und du wirst aufhören, die entsprechend zu fühlen, denn Worte beeinflussen deine Gefühle. Seien Sie also vorsichtig mit Ihren Worten, denn sie werden Ihre Gefühle beeinflussen. So vergeben Sie einfach. Und wenn Sie vergeben, dann werden Ihre Gefühle nachziehen. Liebe ist auch eine Entscheidung. Liebe hängt nicht von Gefühlen ab. Liebe ist ein Prinzip. Gott lässt uns die Wahl, ihn zu lieben. Er lässt uns auch die Wahl, andere Menschen zu lieben. Er lässt uns auch die Entscheidung, unseren Lebenspartner zu wählen. Die Entscheidung für unseren Lebenspartner sollte mit dem Intellekt, dem Urteilsvermögen und dem Verstand getroffen werden. Viele Ehen brechen auseinander, weil die Entscheidungen aufgrund der Gefühle getroffen wurden. Natürlich ist es wichtig, dass eine Anziehung da ist, aber das alles allein genügt nicht. Es ist wichtig, dass die Person, die man sich zum Lebenspartner wählt, die Qualitäten besitzt, die man bei einem Partner haben möchte. Da spielt der Weitblick mit hinein. Es ist wichtig, das auch einzubeziehen. Viele Ehen brechen auseinander und wie viele Kinder leiden, weil die Ehe auseinandergebrochen ist?
Und das sind so wichtige Entscheidungen. Liebe ist eine Entscheidung. Wenn eine Frau zu mir sagt, ich liebe meinen Mann nicht, dann frage ich sie, wann haben Sie sich dafür entschieden, ihn nicht mehr zu lieben? Denn Liebe ist eine Entscheidung. Und wenn Sie sich entscheiden zu lieben, dann werden Ihre Gefühle folgen. Erinnern Sie sich daran, dass Ihre Gefühle wie ein wildes Pferd sind? Aber hier treffen wir unsere Entscheidungen. Ihre Worte beeinflussen Ihre Gefühle. Also achten Sie bitte sorgfältig auf sie. Und das vierte Gebot besagt, dass Ihre Worte und Ihre Gefühle offenbaren. In Sprüche 29,11 heißt es, ein Tor lässt alle seinem Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Wenn mir jemand sagt, aber wenn ich mich ärgere, will ich meinem Herzen Luft machen, dann sage ich ihm, du hast kein Recht, jemandem so deine Meinung zu sagen, weil du ja nicht weißt, welche Wirkung deine Worte auf den Hörer haben. Und auch nicht, welche Auswirkungen diese Worte auf dich haben. Ich habe meinen Jungen schon sehr früh ein Sprichwort aus Sprüche 16,32 beigebracht. Besser ein Langmütiger als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Wir mögen frustriert sein und mögen uns aufregen, aber passen Sie auf, das ist der Moment, in dem man freimütig zum Thron der Gnade gehen sollte, damit Sie als Hilfe Barmherzigkeit und Gnade erlangen. Denn die Bibel sagt dem Korinther, lass dir an meiner Gnade genügen. Er sagt, das alles, was wir brauchen, ist seine Gnade. Aber wir müssen freimütig zu diesem Thron der Gnade kommen, an dem wir Barmherzigkeit erlangen werden. Und dort finden wir auch zu der Zeit Gnade, in der wir sie brauchen. Besonders, wenn wir verärgert sind. Besonders, wenn wir uns gereizt fühlen. Das ist eine sehr gute Zeit, um rauszugehen und einen langen Spaziergang zu machen. Wenn das nicht geht, können Sie vielleicht auf einen Hometrainer steigen. Wenn Sie sich sehr frustriert fühlen, ist das eine gute Zeit für eine kalte Dusche. Man kann diese physikalischen Dinge tun, um das emotionale Gehirn wieder zu beruhigen. Und zwar bevor Sie reden. Denn die Bibel sagt in Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und in Sprüche 12, Vers 18 sagt die Bibel, wer unbeachtet schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Und ich denke, wir alle haben das durchbohrende Schwert schon zu spüren bekommen. Und vielleicht haben wir uns selbst das durchbohrende Schwert schuldig gemacht. Und ich denke, dass diejenigen, die etwas gesagt haben, was sie bedauern, begreifen später, dass dieses Schwert auch sie durchbohrt. Dieses Schwert durchbohrt den, der es ausspricht. Achten Sie also sehr auf diese Worte, weil man sie nie wieder zurücknehmen kann. Ihre Worte beeinflussen Ihre eigenen Gefühle und auch alle, die Sie hören. Und Ihre Worte offenbaren Ihre Gefühle und die können nicht alle herausgelassen werden. Sprüche 17,28 sagt, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. In Sprüche 13, Vers 3 steht, wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Und Jakobus spricht über die Zunge. Ich glaube in Kapitel 5, die Zunge, dieses kleine Glied, wer kann sie beherrschen? Und bei Jakobus steht in Kapitel 1, Vers 30, das Kapitel hat nicht so viele Verse. Ich glaube, wir finden es in Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Wir müssen also unseren Mund beherrschen. Und wissen Sie, wo er beherrscht wird? Genau hier. Und da findet auch der Kampf statt. Erinnern Sie sich, was in Epheser Kapitel 6, Vers 12 steht? Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5 steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das liegt
alles hier drinnen. Deshalb brauchen wir Jesus. Wir brauchen ihn in unserem präfrontalen Kortex, damit wir jeden Gedanken dem Gehorsam gegen Christus unterstellen. Denn wenn jeder Gedanke Christus unterstellt wird, dann werden Worte und Taten rein sein. Das fünfte Gesetz stellt fest, dass wir ein veränderbares Gehirn haben. Das ist das Gesetz der Anpassung. Dieses Gesetz der Anpassung besagt, dass das Gehirn sich anpasst und sich verändern kann. Im Buch Der große Kampf schreibt Ellen White auf Seite 557, es ist ein Gesetz der geistigen wie auch der geistlichen Natur, dass wir, indem wir uns mit einer Sache näher beschäftigen, umgewandelt werden. Das Gemüt passt sich allmählich den Dingen an, bei denen man es verweilen lässt. Hier haben wir wieder den Aspekt der Entscheidung. Wobei erlauben wir, unseren Gedanken zu verweilen? Was lassen wir in unser Denken hineinkommen? Denn das Gemüt passt sich allmählich den Dingen an, bei denen man es verweilen lässt. Heute nennen Wissenschaftler das manchmal Software oder Neuroplastizität. Neuro hat mit den Nervenzellen zu tun. Und Plastizität, denn Plastik passt sich bei der Erwärmung, also praktisch jeder Form an. Die Bibel spricht darüber, zum Beispiel in den Sprüchen. Sprüche 22, 24 und 25. Freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und gehe nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird. Sprüche 13, Vers 20, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Wegen dieses Gesetzes der Anpassung. Und wegen dieses Gesetzes der Anpassung und weil unser Gehirn veränderbar ist, hat unser Gehirn die Fähigkeit zu wachsen und die Fähigkeit zu schrumpfen. Lassen Sie mich ein ganz schreckliches Szenario des Wachstums darstellen. Und eines, das wunderbar ist. Jedes Mal, wenn wir zum Beispiel eine Erfahrung aus der schmerzvollen Vergangenheit erzählen, vor allem, wenn wir diese Erfahrung aus unserer schmerzvollen Vergangenheit täglich erzählen, dann kann es tatsächlich wachsen. Und wer möchte das noch größer werden lassen? Kein Wunder, dass im Philipperbrief heißt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Vergessen Sie also die Dinge, die zurückliegen. Das ist Vergangenheit. Jemand mag sagen, aber es schmerzt so loszulassen. Ja, aber du kannst es loslassen. Wenn du vergibst, dann kannst du es loslassen. Wenn sie vergeben, anerkennen sie, dass Jesus der Richter ist. Ja, es wird ein Tag des Gerichts kommen, an dem jeder Mensch, ob Mann oder Frau, Antwort stehen müssen für all ihre Handlungen. Was ist mit uns? Wenn wir uns unterwerfen und unsere Sünden jetzt sofort bekennen, sagt uns Jesus, dass er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dr. Caroline Leaf, eine christliche Psychoanalytikerin, schrieb das Buch Who Switched Off My Brain? Darin zeigt sie, wenn wir unsere negative Einstellung pflegen, wachsen zwischen den Dendriten Dornen. Hier wachsen also Dornen zwischen den Dendriten. Sie sagt, dass diese Dornen die Fähigkeit haben, Gewebe zu schädigen. Ellen White sagt im Buch In den Fußspuren des großen Arztes im Kapitel Heilung für Gemütskranke, viele Krankheiten sind die Folge geistiger Niedergeschlagenheit. Kummer, Angst, Unzufriedenheit, Reue, Schuld, Misstrauen, alle tragen dazu bei, die Lebenskräfte zu schwächen und Verfall und Tod herbeizuführen. Und wer würde das wollen? Ist es nicht interessant, dass diese moderne christliche Psychoanalytikerin zeigt, wie zwischen den Dendriten Dornen wachsen, wenn wir negative Gefühle nachgehen und sie pflegen? Möchten Sie, dass hier Dornen wachsen? Wie wäre es mit einem wunderbaren Wachstumsszenario? Im Jahre 1998 entdeckte eine Gruppe von Forschern den Wachstumsfaktor BDNF, der aus dem Gehirn stammt.
Dieses BDNF ist ein Protein, das Neurogenese stimuliert. Und Neurogenese bedeutet neue Gehirnzellen. Das war eine bahnbrechende Entdeckung. Neue Gehirnzellen. Wissen Sie, Gehirnzellen sind einzigartig. Wenn diese Gehirnzelle abstirbt, dann ist sie weg. Sie wächst nicht wieder. Aber 1998 entdeckte man dieses Protein, den Wachstumsfaktor BDNF, der das Wachstum neuer Gehirnzellen stimulieren kann. Aber dafür gibt es einige Voraussetzungen. Es gibt dreimal Stimuli, die das Gehirn veranlassen, den Wachstumsfaktor abzugeben. Einer davon sind Wechselduschen, heiß und kalt. Ist das nicht ein großartiger Anreiz, jede warme Dusche mit einem kalten Guss abzuschließen? Heiß und kalt. Nummer 2, Fasten. In seinem Buch The Fast Diet zeigt Dr. Michael Mosley, wie Fasten die Ausschüttung des Wachstumsfaktors BDNF auslösen kann. Das kann ein Fasttag in der Woche sein oder zwei Fasttage oder sogar das Frühstück wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und dann nichts mehr bis zum nächsten Morgen zu essen. Das ist ein 18-stündiges Fasten. Ist ein hohes, intensives Intervalltraining. Das hohe, intensive Intervalltraining, der Name lässt es schon vermuten, dass dies Intervalle sehr großer Anstrengung und Aktivität sind, ob das jetzt Rennen, schnelles Radfahren oder Liegestütze sind. Der Name kommt daher, dass man dazwischen immer wieder Ruhepausen hat. Die meisten Forschungsergebnisse zeigen, dass man etwa 60 Sekunden hohe Intensität haben sollte und dann 90 Sekunden Erholung und das 6-mal wiederholt. Was macht das insgesamt? Das sind 15 Minuten pro Tag. Das ist gar nicht viel. Wir brauchen tägliche Bewegung. Diese 60 Sekunden sind ein Schocker für den Körper, weil man in dieser Zeit alles gibt. So schnell, als ob ein Tiger hinter einem her wäre. So schnell war das. Diese drei Schocker haben sich als Auslöser für die Ausschüttung des Wachstumsfaktors BDNF gezeigt, der seinerseits Neurogenese stimuliert. Es gibt einen sehr schönen Vers in der Bibel, der, wie ich meine, auch darüber spricht, in Hesekiel 36, 36. Und dort steht, und die Heidenvölker, die rings um euch her übrig geblieben sind, sollen erkennen, dass ich der Herr es bin, der das Abgebrochene aufbaut und das Verwüstete bepflanzt. Ich, der Herr, habe es gesagt und ich werde es auch tun. Was für ein schöner Vers, den man Menschen mitgeben kann, die eine Schädigung ihres Gehirns erlitten haben, sei es durch Unfall oder Drogenmissbrauch in jüngerem Alter. Was für ein wunderbarer Vers, um zu zeigen, dass Gott fähig ist, wiederzubeleben und Energie zu verleihen. Das sind wirklich gute Nachrichten. Ein weiteres wunderbares Wachstumsszenario ist die Tatsache, dass wir unser Gehirn neu verdrahten können und das bis zu dem Tag, an dem wir sterben. Wir hatten uns das angesehen, wie man die Pfade verändern kann. Ein weiteres fantastisches Wachstumsszenario ist, dass eine Nervenzelle, von der wir 1 Billion in unserem Gehirn haben, das Potenzial hat, 70.000 Dendriten auszubilden. Eine Zelle und 70.000 Dendriten. Ich kann das kaum begreifen. Wie entwickeln wir neue Dendriten? Indem wir neue Dinge lernen. Die Wissenschaft sagt, dass 3 Dinge hier das größte Potenzial haben. Eins davon ist, ein Musikinstrument zu lernen, das andere eine neue Sprache zu lernen und das dritte ist das Auswendiglernen der Bibel. In dem Buch Der Weg zu Christus steht, nichts ist besser dazu angetan, unseren Geist zu stärken, als die eingehende Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Kein anderes Buch ist so geeignet, unsere Gedanken zu erheben, unsere geistigen Fähigkeiten zu kräftigen, wie die tiefen, veredelnden Wahrheiten des Wortes Gottes. Würde dieses Wort so durchforscht, wie es der Fall sein sollte, so fände man eine geistliche Erleuchtung, einen Edelsinn und eine Zuverlässigkeit unter den Menschen, wie man sie selten trifft. Was für wunderschöne Worte. Regt Sie das nicht an, die Bibel lesen zu wollen und sie auswendig lernen zu wollen? Wenn man etwas auswendig lernt, wiederholt man etwas immer wieder und die Bibel auswendig zu lernen, ist wirklich wie ein neues Musikinstrument zu lernen. Man muss es einfach immer wieder wiederholen. Und vielleicht noch einmal. Die Freundin meiner Tochter ist Geigerin.
eine wunderbare Geigerin. Sie ist Mitte 30. Einmal stand sie vor einem Auftritt mit einem Orchester. 2 Wochen vor dem Auftritt übte sie jeden Tag 5 Stunden lang. Ich möchte Sie fragen, wie viel Mühe wollen Sie investieren? Wie viel mehr Zeit sollten wir in das Wort Gottes stecken, um es in unserem Gehirn einzulagern? Kein Wunder, dass es in Hiob 22 ab Vers 21 heißt, versöhne dich doch mit ihm und mache Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Nimm doch Belehrung an aus seinem Mund und lege seine Worte in dein Herz, also in unseren Verstand. Ich setze mir einen neuen Vers pro Woche als Ziel. Mehr als das schaffe ich nicht, sonst komme ich völlig durcheinander. Sie sind vielleicht schneller als ich, aber ich wiederhole das immer wieder. Und wenn ich im Garten bin, wenn ich über dem Abwasch bin, wiederhole ich es immer wieder. Und ich wiederhole es nochmal und nochmal, immer wieder. Muss das nicht auch ein Pianist machen? Oder wenn man eine neue Sprache lernen will? Warum sollte es beim Auswendiglernen von Bibelversen anders sein? So kann man das machen. Ich brauche etwa 21 Tage, bis ein schöner Pfad dafür angelegt ist. Und wie lange, bevor es einzementiert ist? Ja, 60 Tage. Was sind wir bereit, da hinein zu investieren? Gibt es ein vergleichbareres Buch? Kein anderes Buch ist so geeignet, unsere Gedanken zu erheben, unsere geistigen Fähigkeiten zu kräftigen, wie die tiefen, veredelnden Wahrheiten des Wortes Gottes. Nehmen Sie Gott beim Wort. Er wird Sie nicht enttäuschen. Sie können also neue Dendriten entstehen lassen, bis an dem Tag, an dem Sie sterben. Und was ist mit dem Schrumpfen des Gehirns? Was wäre ein schreckliches Szenario dafür? Wenn Sie Ihre Gehirnzellen nicht gebrauchen, werden Sie sie verlieren. Lassen Sie mich aus Christi Gleichnisse Seite 343 zitieren. Die Übertretung des Gesetzes, dem unser Körper unterworfen ist, ist auch eine Übertretung des Sittengesetzes. Denn Gott ist gerade so gut der Urheber der physischen Gesetze, wie er der Urheber des Sittengesetzes ist. Sein Gesetz steht von seinem eigenen Finger geschrieben. Auf einem jeden Nerven, einem jeden Muskel, auf jeder Fähigkeit, die dem Menschen gegeben ist und jeder Missbrauch irgendeines Teiles unseres Organismus ist eine Übertretung jenes Gesetzes. Alle sollten mit dem Bau des menschlichen Körpers bekannt sein, damit letzterer in einem solchen Zustand erhalten werden kann, wie er zum Werk des Herrn erforderlich ist. Die Lehre über das Verhältnis des leiblichen Organismus zum geistlichen Leben ist einer der wichtigsten Zweige der Erziehung. Das leibliche Wohl muss sorgfältig bewahrt und entwickelt werden. Ist Ihnen das aufgefallen? Bewahren ist nicht genug. Das leibliche Wohl, was das Gehirn beinhaltet, muss sorgfältig bewahrt und entwickelt werden, damit die göttliche Natur in ihrer Fülle in der Menschheit offenbar werde. Haben wir nicht ein wunderbares Privileg? Und nicht auch eine wunderbare Verantwortung, um unseren Körper und dieses Gehirn in einer bestmöglichen Funktionsfähigkeit zu erhalten, damit wir in den letzten Tagen von Planet Erde unser Licht scheinen lassen können. Gibt es auch wunderbares Szenario des Schrumpfens? Das wäre zum Beispiel, wenn wir jeden, der uns jemals in unserem Leben verletzt hat, vergeben. Damit lassen wir schmerzhafte Pfade zu Staub werden. Und Staub hat keinen üblen Geruch. Staub hat keine Kraft mehr, sie noch irgendwie herunterzuziehen. Wenn wir vergeben, werden schmerzvolle Pfade zu Staub. Und wenn wir vergeben, triggern wir in unserem Gehirn das Reinigungssystem. Nehmen wir an, wir alle vergeben heute jedem, der uns irgendwann in unserem Leben einmal verletzt hat. Und wenn wir dann heute Abend zu Bett gehen, Sie wissen, noch um 9 Uhr, dann wird das glymphatische System stimuliert. Dieses glymphatische System, das wie ein Staubsauger arbeitet. Es besteht aus Gliazellen. Von ihnen gibt es noch mehr als Gehirnzellen. Und dieses glymphatische System, das Gliazellen enthält, kommt vorbei und saugt alle Dornen auf. Es entfernt sie. Die Wissenschaft zeigt uns jetzt, dass Vergebungsbereitschaft und Vergebung einen physiologischen Effekt auf unsere Gehirnzellen hat, um diese Dornen zu entfernen. Gott sei gelobt. Ich denke da am Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl.
All diese Tragödien, die Menschen in ihrem ganzen Leben erfahren. Und dabei können sie das volle Potenzial ihres Gehirns nicht erreichen. Jeder wurde dazu geboren, brillant zu sein. Jeder Einzelne. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Das Gesetz der Ablenkung ist das letzte Gesetz. Das lautet so: Wenn etwas so stark geleugnet wird, um jegliche Hoffnung dazu abzulehnen, hat das Gehirn die Fähigkeit, anderen Dingen nachzugehen. Es gibt ein paar alte Sprichwörter, die das unterstreichen. Wenn Gott eine Tür zumacht, macht er ein Fenster auf. Mein Sohn James sagt mir, als er 15 war: Mom, das Fenster ist manchmal größer als die Tür. Haben Sie das auch schon erlebt? Ein Italiener sagt mir einmal: Nein, nein, Barbara, bei uns heißt das, wenn Gott eine Tür zumacht, dann öffnet er zwei. Ich habe das in meinem Leben auch erfahren. Manchmal sind diese Türen geschlossen. Es ist wirklich schwer zu akzeptieren, sehr schwer. Deswegen müssen wir tun, was uns die Bibel sagt. Seid dankbar in allen Dingen. Wenn diese Tür zugeht, dann fordert die Bibel von uns: Danke, Vater. Mir mag das nicht gefallen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist nicht das, was ich wollte, aber danke. Wenn wir Danke sagen, bedankt sich auch Gott bei uns. Jetzt kann ich in deinem Leben wirken. Wir wissen das Ende nicht von Anfang an, aber Gott weiß es. Und die Bibel sagt uns: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und ein bisschen weiter steht im 1. Thessalonicher 5, 21: Prüft alles und das Gute behaltet. Er fordert uns auf, ihn zu prüfen. Prüft mich, versucht es. Wenn es funktioniert, dann macht es. Das ist doch sehr einfach, oder? Er sagt: Prüft es. Es ist eine Herausforderung. Prüft es. Setze diese 8 Gesundheitsgesetze in deinem Leben um. Setze auch diese geistigen Gesetze in deinem Leben um. 7, um genau zu sein. Setzen Sie diese 7 geistigen Gesetze in Ihrem Leben um und prüfen Sie sie und erleben Sie am eigenen Leib die Macht Gottes. Sie können es auch in Ihrem Leben erfahren, wie Ihr Leben sich wendet. Denn im 3. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 2, ließ Gott sagen: Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist Gottes Ziel für uns, dass es uns wohlergeht, dass wir vorankommen. Erinnern Sie sich noch an diesen Satz aus Christi Gleichnisse? Das leibliche Wohl muss sorgfältig bewahrt und entwickelt werden. Bewahren ist nicht genug. Das ist, als ob man sein Talent vergraben würde. Nein, das ist nicht genug. Es muss sorgfältig bewahrt und entwickelt werden, damit die göttliche Natur in ihrer Fülle in der Menschheit offenbart werde.